So, Folge 47. Es ist echt schade. Wir hätten vorne um Aufstieg gespielt und ja, KI-Verhalten Neandertaler. Die Scheibe springt raus, Dreiseitel rennt und während Dreiseitel die Scheibe annimmt, bleibt er stehen. Stick L3 ist gedrückt nach vorne und er bleibt stehen. Und dann Verteidigungsverhalten auch. Spielst Unterzahl, spielst den Verteidiger, versuchst hinten mitzumachen und alle drei anderen stehen an der blauen Linie oben bei zwei Spielern. Was? Das ist echt. Ich verstehe es halt einfach nicht. Letztes Spiel haben wir jetzt hoch gewonnen, 6-2. Und das Spiel drauf, zack. KI auf Null gesetzt. Einfach mal komplett auf Null. Nee, du musst jetzt verlieren. Hä? Weißt du, wenn ich mich zurückerinnere an Online-Seasons vor 2 Jahren, ey, da hast du gespielt und du hattest plötzlich eine 20, 22, 23 Siegeserie am Laufen. Das geht hier nicht mal mehr, weil du gewinnst einmal 6-2 und dann bist du verdammt, das nächste Spiel zu verlieren, weil einfach nichts mehr geht. Dein Torhüter hält nichts mehr. Deine Spieler spielen einfach den größten Müll zusammen. Ich habe ja Überzahl als Taktik eingestellt. Das müsst ihr euch so vorstellen. Ich spiele Überzahl. Und normal wäre es ja logisch, wenn du Überzahl spielst, dass einer auf der anderen Seite vielleicht wartet. Wie war es bei mir? Alle fünf auf einer Seite. Hä? Das ist kein Überzahl. Das ist Bullshit. Ohne Witz. Ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Das ist natürlich schade. Ah, toll. Gleich wieder unterbrochen. Nice. Das ist natürlich schade, weil wir jetzt online gespielt hätten. Beziehungsweise ja zu Hause gespielt hätten. Ja. Und was hier auch schade ist, wenn du halt davor abbrichst, dass einfach nichts passiert, weißt du? Normal kannst du den Gegner anschauen und sagst du, oh nee, gegen den will ich nicht spielen, gehst raus. Jo. Verschwendest dem anderen seine Lebenszeit und kriegst keine Strafe dafür. Nice. Also wie gesagt, ich bin immer noch dafür, dass, wenn man auch zu Beginn des Spiels rausgeht, wenn das Spiel noch gar nicht angefangen hat, aber zumindest die Ladesequenz und alles schon fertig ist, wenn du rausgehst, 3-0 Niederlage. Ende. Oder eigentlich bei Rivals eigentlich 5-0. 950 Punkte für den Gegner. Wäre fair. Weil, wie gesagt, wenn ich jetzt zurückdenke, wenn wir jetzt beim anderen, wir haben 2-0 gewonnen, haben noch ein Tor mehr dazu gekriegt. Aber was ist jetzt, wenn wir bei 4-0, wenn er bei 4-0 rausgeht, kriegen wir dann die 4 Tore gerechnet? Oder sagt er dann, nee, auch nur 3-0? Weil das wär eine Frechheit. Aber wie gesagt, es ist halt ärgerlich, weil ich habe davor extra noch auf den Ping geschaut. Der Ping war gut bei dem Spiel vorhin. Aber ja, wenn die Verteidiger nichts mehr machen, bist du halt aufgeschmissen. Und letztes Spiel haben Verteidiger auch mitgemacht, aber ja, nö. Also letztes Spiel in Form von gestern. Da konnten sie ja auch verteidigen. Wir haben auch gut mitgespielt hinten, die Verteidiger. Aber das Spiel war jetzt wieder das Ausrufezeichen, warum man manches nicht möchte. So, Useless Stars gegen die San Diego Kings. The Brinket sehe ich da. Seguin Panarin. Interesting. Sehr interessante Wahl. Panarin, aber dann The Brinket drin. Donald Nurse. Ja. Wie kann das kein Icing sein? Pass kommt aus meiner Zone. Und genau das meine ich. Du spielst einen Pass und deine Spieler stehen da und denken sich so, ja, nee, mach ich nicht. Hier, wieder alle auf einer Seite. Was soll ich da machen? Muss der Verteidiger das Spiel aufziehen, oder was? Ich meine, beim Konter ist es ja vielleicht möglich.
Aber wo es halt einfach nicht möglich ist, ist, wenn drei Angreifer vorne mit dabei sind. Das kann nicht sein, dass dann unser Verteidiger der Einzige ist, der sagt, jo, ich ziehe das Spiel mal auf hier. Ja, nein, einfach nein. Kann es nicht sein. Ich habe überlegt, ob es jetzt wieder an der Zeit ist, nachdem es jetzt halt wirklich wieder zwei Niederlagen in drei Spielen waren, ob wir die Reihen wieder umstellen müssen. Es wirkt ja ab und zu Wunder, was wir schon so mitgekriegt haben. Jawoll, 1-0. Das ist halt mir ärgerlich, weil wir hätten jetzt wieder aufsteigen können, hätten bessere Packs kriegen können und kriegen jetzt wieder halt zwei Megapacks. Ja, super, klasse. Das hat schon einen Unterschied, ob du 20 Spieler kriegst im Endeffekt oder ob du Bullshit kriegst, weißt du? Weil das Megapack jetzt an sich per se natürlich auch nicht schlecht ist, aber es ist halt ein Unterschied, ob du 20 Goldspieler kriegst, wo 10 davon 80 plus sind. Gut, was bei NHL jetzt auch nicht unbedingt viel bringt. Eichel, das war ganz dumm. Das war ganz dumm. Was jetzt auch nicht unbedingt viel bringt, aber es sind halt 40 Spieler, weißt du? Und bei Megapack sind es halt auch 20 Karten oder so. Aber halt gemischt. Deshalb kriegen halt weniger Spieler. Karlsson. Gegen Dreiseitel. Panarin gegen Dreiseitel. Ja, ich kann mich auch nur auf und ab bewegen, wenn du das möchtest. Yeah. Oh mein Gott, ja. Spielst du eigentlich einen perfekten Pass und aus Jux und Tollerei bleibt da hängen oder was? Tripping. Also Deacon kann auf jeden Fall schon mal. Du musst halt hoffen, dass sie weiterhin nicht funktionieren. So wie der jetzt gerade. Eichel hat die Strafe bekommen. Wir haben eine Powerplay-Unit. Oder in jeder Powerplay-Unit, beziehungsweise in keiner Powerplay-Session, in keiner Penalty-Unit ist Kane dabei. In keiner. Wer steht bei uns auf dem Eis? Patrick Kane. Finde den Fehler. Auch wieder dasselbe. Warum muss Gretzky jetzt da noch mit draufziehen auf diese Seite, wo Lafleur schon steht, wo Eichel rumläuft? Warum muss Gretzky da jetzt auch noch hin? Warum kann Gretzky nicht einfach sagen, okay, pass auf, ich bleib da außen und stell mich da hin und krieg den Pass und schieß das Tor? Warum? 2-0, by the way. Jack Eichel. Vielleicht haben wir irgendwann das Glück, dass wir wieder aufsteigen. Letztes Jahr hatten wir es nicht. Aber das ist auch, da war es auch mal. Da war es auch mal so, dass wir kurz vorm Aufstieg standen und dann nicht aufgestiegen sind. De Brinket. Price. Alter! Ich fühle mich langsam verarscht. Ich fühle mich langsam verarscht. Ich mache hier alle zu. Alle. Alleine. Meinst du, weder Werenski noch Carlsen hätten die Mühe hinzugehen, noch O'Reilly? Nein, keiner geht hin. Keiner. Die laufen alle am puckführenden Spieler einfach vorbei. Das ist doch ein Witz. Jetzt mal ehrlich. Witzig ist übrigens zu sehen, wie viel Speed De Brinket hat und wie schnell er gerade war. I hate it. Und ich glaube es ihnen auch noch nicht ganz. Sie haben zwar gesagt, ja, sie haben das mit dem Speed gefixt und bla und bli und blub.
Aber ich muss ehrlich sein, solange ich davon nichts sehe, glaube ich ihnen das auch nicht ganz, weil aktuell sehe ich nichts davon, dass sie es gefixt haben. Das war abseits. But well. Nehmen wir mal mit. Schau das an. Schau dir an, wie schnell der Brinkhead ist. Das war ein wundervoller Pass von Subeln. Gewartet, Kehr gespielt und Stamkos hält einfach nur auf die Kelle hin. Zweiten Pfosten gewartet. Und wieder geben wir ihm einfach eine bessere Chance, indem wir uns komplett bescheuert in der Mitte hinten zusammenziehen. Ich werde es nicht verstehen. Ich werde es nicht verstehen. Ein leeres Tor. Aber Versuch es wert. Sieben zu 9, 3-1 stets. Überlegen, eigentlich. Eigentlich überlegen. Aber wie gesagt, es ist halt bitter. Es ist halt bitter in manchen Momenten immer noch. Ich weiß nicht, ob das eben daran liegt, dass wir irgendwie rein wieder umstellen müssen oder woran es einfach diesmal liegt. Weil wie gesagt, gibt es vorhin gesehen, ab und zu KI-Verhalten von einem Stück Toast. Da wieder. Anstatt dass sich einer am zweiten Pfosten hinstellt, von der Seite, von der Lemieux reinzieht oder auf der Lemieux eigentlich steht, nein, ziehen beide wieder auf meine Seite rüber und machen das Leben außenrum noch schwerer, als es wäre, wenn sich einfach jemand an den zweiten Pfosten drüben hinstellt. Das ist was, das werde ich nicht verstehen, warum die KI so blöd ist. Ich werde es nicht verstehen. Coffee, schöner Schuss. Da hat's auch wieder. Lafleur kommt mit Tempo rein und bleibt dann stehen. Drei Seiten lässt die Scheibe durch. Ah, das war übrigens vorhin in der Ding, die nicht mehr existiert. Wie gesagt, die mittlerweile, wenn sowas passiert, ich lösche die Folgen einfach nur noch, weil ich einfach keine Lust mehr habe, dass ich mir sowas überhaupt nochmal anschaue. Wir spielen den Pass hinten raus auf Gretzky. Der steht ungefähr, wo stand er? Hier ungefähr, wo Daudi jetzt gerade steht. Spielen wir den Pass raus. Und was macht Gretzky? Hinter ihm kommen zwei Angreifer. Und Gretzky hebt den Fuß. Ja, Gretzky hat den Fuß gegeben. Er hat einfach die Scheibe abgegeben an den Gegenspieler. Und ich denke mir so, cool, für was kläre ich die Scheibe da hinten eigentlich gegen zwei Leute alleine, damit du mir dann als Unterstützung in Anführungszeichen kommst und die Scheibe dann einfach passieren lässt wieder zum Gegner, weil du meinst, du musst deinen Fuß heben. Das wäre schön gespielt gewesen von Lafleur, muss ich sagen. Bleibt aber beim 3-1. Oh, das war ein böser Check. Das war relativ aufs Knie gezielt. Anthony Manta. Oh, Taves. Ist noch jemand dabei von mir? Nö. Taves hinterm Tor. Probieren wir es mal. Nee. Kam der Gegenspieler auch mit reichlich Tempo an. Kuznetsov, Lindholm, Makar. Da ist Eichel und das ist Nummer 4. Ganz starke Spielheit von Jackie. Ganz, ganz stark. Und da tut er mir jetzt einfach nur leid. Und das ist genau das, von was ich rede. Dümmer kann die KI nicht mehr sein. Wieso geht die KI daraus? Das verstehe ich nicht.
Es kommt kein Spieler von mir hinterher gerade. Scheibe ist meilenweit weg. Und er kriegt, ich krieg ein Powerplay geschenkt. Ich meine, danke Spiel, aber das ist echt nicht nötig. Boah, Kucherov. Meint da, er muss einen Helden spielen. Gabriel Landeskog. Paul Coffey. Landeskog, die Scheibe immer noch. Ja, es wären halt einfach so leichte Pässe eigentlich, um da hinten jetzt gerade rauszukommen und einfach mal einen schönen Angriff aufzuziehen. Aber wir dürfen sie halt nicht spielen, weil irgendjemand anders uns die Scheibe halt wieder wegnimmt. Jawohl, Stamkos, jetzt vielleicht mal. Mit Kuznetsov, ja, wer hat die Scheibe noch? Ich kann sagen. Stamkos hat die Scheibe noch, boah. Das ist Josi. Ja! Ja, klar. Hooking, 2 Minuten. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn ich so verliere wie am Mittwoch. Da habe ich echt nichts dagegen. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich zu 100% benachteiligt werde, dann werde ich die Folge halt nicht veröffentlichen und werde das Spiel halt abbrechen, weil... Wie gesagt. Und wie gesagt, ist die vorhin jetzt eben nicht, oder das Spiel, was ich eigentlich gespielt hätte, gerade, hat es genau deswegen nicht reingeschafft. Boah, ich dachte mir, okay, probier's jetzt einmal über den Fanghandschuh. Aber dass er halt so drüber zimmert, habe ich jetzt auch nicht gedacht. 13 zu 13 Schüsse. Stand 4-1. Letztes Drittel. Sigin vernichtet. Lemieux, Gretzky, oh, den muss er machen. Betonung, den muss er machen. Das ist genau Panarin. Wieso ist Panarin so schnell? Wird ihm da das Rating gegeben? Das habe ich mich schon öfters gefragt, ob ihm da das Rating gegeben wird von seiner Lit-Karte. Ob die Basiskarten dadurch auch beeinflusst werden. Würde mich zum Beispiel auch mal interessieren. Oh Mann. Jo, Gretzky kriegt die Scheibe wieder. Und Carlsen holt sie sich aber auch wieder zurück. Coffey, jawohl. Und damit die 5. Und jetzt bricht ab. Oder? Nimmt eine Pause. Ich weiß es nicht. Ich traue ihm zu, dass er auch die Pause nimmt. Weiß nicht, was er macht. 5-1 steht es auf jeden Fall. Volle Punktzahl. Na, hört auf zu spielen. Okay, das ist bescheuert. Ich bitte euch, macht so einen Scheiß bitte nicht.
Macht so einen Scheiß bitte nicht. Weil ihr könnt auch einfach rausgehen. Ihr will jetzt diese Punkte mitnehmen. Aber wie gesagt, das ist einfach scheiße. Weil wir haben volle Punktzahl und jetzt müssen wir 15,56 runterlaufen lassen von der Zeit. Nice. Oder wir schießen einfach noch ein paar Tore und machen unser Pluskonto wieder besser. Stopp, der zweite Angriff reicht. Ich möchte, dass Lafleur ein bisschen punktet. Punktet. Also wie gesagt, ich bitte euch, macht so einen Scheiß nicht, weil das ist einfach lächerlich. Da macht es euch nur zu einer riesengroßen Lachnummer. Ich könnte mich jetzt hier hinstellen und das Spiel würde hier enden. Was gerade Drew ist da eigentlich so drauf geht bei uns. Lafleur, endlich. Das sind schon schöne Schüsse, die er da drauf hat. Und du siehst, wie die KI verteidigt, weißt du? Nämlich gar nicht. Läuft nur nebenher. Zierde. Reine Zierde. Ah, und es sind 2 Minuten. Danke. Ist hier wieder entschieden zu spielen? Ich glaube nicht. Nee. Also wie gesagt, lernt aus diesem Gegner. Sagt euch selbst, ich möchte nicht so sein. Oh, so schön. Das ist echt ein neues Bude von Lafleur. Sieht da auch nicht gut aus. Liegt in der Oberkörper? Ja, nee. Definitiv nicht. Ah! Haben wir wieder Lust gefunden zu spielen oder was? Soll ich euch was sagen? Das mache ich jetzt richtig gerne, dass ich da nicht mehr spiele. Einfach nur links, rechts, hin und her laufen, ohne irgendwas zu machen.
Aber wie gesagt, ich rate euch nochmal. Seid nicht so. Seid bessere Spieler. Ich habe mir vorhin schon überlegt, ob ich ihn melde. Nur noch schauen und theoretisch wegen was. Das sind halt so. Das sind so Spieler, die braucht die Community halt absolut nicht. Der war knapp. Und ich frage mich wieder, warum pfeift er ab? Die hat nicht die Kontrolle über die Scheibe. Aber gut. Ja. Und das sind die nächsten zwei. Ach komm schon, Alter. Was soll denn der Müll? Was soll der Scheiß? Jetzt soll nochmal leer ist. Danke. Ich müsste ein bisschen deaken. Vielleicht wird er ein Fähigkeitswert höher. Ich habe keinen Plan. Ohne Witz. Ich möchte einfach nur, dass dieser scheiß Fähigkeitswert einfach mal steigt, wenn wir gewinnen. Und zwar richtig. Und nicht nur plus 23, wenn wir mit 4 Toren Abstand gewinnen. Und plus 25, wenn wir mit einem Tor Abstand gewinnen. Apropos, Zachmarenski fehlt noch ein Tor. Glaube ich. Hat noch keins geschossen, oder? Ich erinnere mich nicht dran. Hat einen Assist, aber das war's dann auch. Ja, tut mir leid, Leute, dass ich hier Lebenszeit gerade verschwende.
Und jetzt wieder kämpfen. Wieso sollte ich kämpfen? Aus welchem Grund? Wenn du dich aufhörst wie der letzte Spast. Es tut mir leid. Also Spast nicht böse als auf die Menschengruppe, die nichts dafür kann, sondern auf seine Blödheit. Und seinen Egoismus. Und die Scheiße, die er gerade macht. Du glaubst doch nicht, dass du schießen kannst. Ein Trottel, ohne Witz. Solche Leute, die sowas machen wie er, was er gerade macht, gehören online gebannt. Die gehören gebannt. Weg. Brauchen wir nicht mehr. Die brauchst du in keiner Gaming-Community. Brauchst du Menschen wie ihn. In keiner. Das ist toxisch, das ist blöd. Das ist affig. Das ist wirklich unwürdig. Das ist wirklich unwürdig. Gorinski sein Tor doch noch. Ja, Wierenski hat sein erstes Tor. Sehr schön. Also vor 13 Minuten vergeudet, mehr oder weniger. Seines Lebens, meines Lebens und 13 Minuten des NHL-Servers. 13 Minuten Batterie oder sonst was. Mit was auch immer diese NHL-Server betrieben werden. So, und 7 Sekunden davor bricht er ab. Was ist das? Was ist das für ein Untermenschgehabe? Sorry. Was ist das für ein peinliches Gehabe, Alter? Ich gewinne 11-1 und krieg plus 18. Das ist ein Witz. So, und jetzt pass mal auf. The Brinket hat 84 Tempo. Könnte man noch nicht anschauen. Komplett lächerlich, Alter. Komplett lächerlich. 26 zu 15 Torschüsse. Ja, das ist gut für Price. Aber ja, also es tut mir leid. Solche Leute können einfach gebannt. Aus Ende. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich weiß gar nicht, Coffee hat das fünfte Tor beigesteuert, oder?
Aliens von Lemieux oder Anschluss von der Blauen von Coffee. Ja, hier. Einmal sofort Replay bitte und einmal Coffee als Thumbnail. Dankeschön. So. Ne, wie gesagt, also bin jetzt auch gerade echt überlegen, ob man das machen kann. Ne, kann man nicht Selbstmorddrohung, Terrordrohung ansprechen von Kindern. Ne, schade. Hätte ich gern gemeldet, sowas. Sollte ein Report-Button sein eigentlich. Oder man sollte es vielleicht einbauen als Report-Button. Das wäre mal was. Das wäre mal wirklich was zu melden. Na gut, ich freue mich fürs Zuschauen. Genau, was ich euch noch zeigen wollte. Es gibt für uns dieses Mal 2 Megapacks und 80 Hut-Champions-Punkte. Genau, wir müssen wieder aufsteigen in Division 3. Ist ja nicht so weit weg, weißt du. Dann würden wir wieder mehr kriegen, aber ja, wie gesagt, uns fehlt ein Sieg. Und dann müssen wir eigentlich die Woche beenden mit dem Ding und dann, ja, müssen wir schauen, dass wir es hinkriegen. Wie gesagt, weil dann kriegen wir halt wieder andere Boni, darum geht es halt im Endeffekt. Aber gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, sagt schon mal vor, wir sehen uns am Freitag wieder und dann, Freitag, heute haben wir Freitag, sehen wir uns am Samstag wieder zur Eventfolge und schauen mal, was hier so los ist. Neues Event und so. Bis dahin. Ciao, ciao.